Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CropFM. Das Thema der heutigen Sendung ist die Vogelgrippe und meine Gäste sind Hans Tolzin und Dr. Johann Leubner. Und wie immer gibt es den CropCom für all jene, die sich bei diesem Gespräch beteiligen wollen, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.nur.at, kein www davor, und dann auf CropCom klicken, sehe diesen Chat hier im Studio ein und gebe die Fragen gerne an die Telefongäste weiter. Javatar, Simon, Paul Gaul und Marcel Geiger sind schon hier, hallo. Der Newsletter von CropFM, man erreicht ihn eben so über die Website cropfm.nur.at und dann kann man sich zum Newsletter anmelden, der wird alle 2 Wochen ausgeschickt und erhält der Inhalt ist ein kurzer Abriss der Sendung. Und er dient somit als Erinnerung. Wenn man uns ein Mail schicken möchte, dann kann man das auch sehr gerne tun. Auf der Startseite findet sich der Link oder einfach an cropfm@mur.at. Ja, beinhaltet ist das Wort, nachdem ich gesucht habe. Unglaublich. Ja, die Vogelgrippe und ihr Nährboden, Hadi Burbaum hat dazu auch einen Artikel verfasst, den ich heute noch verlinkt habe. Hadi Burbaum war schon mal zu Gast und ist arbeitet im Institut für Öko-Vita oder in seiner Forschungsgesellschaft. Die Ausbreitung der Vogelgrippe, in Klammer Geflügelpest und anderer Seuchen, haben ganz bestimmte und natürliche Ursachen. Die wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung von Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten ist die Übersäuerung der gesamten Biosphäre, des Wassers, der Böden und der Atmosphäre. Ja, und den sauren Regen, den haben wir alle anscheinend schon wieder vergessen. Ich glaube aber nicht, dass er einfach so verschwunden ist. Aber wir sind ja inzwischen mit anderen Dingen beschäftigt und jagen Gespensterseuchen nach. Ja, und US Navy Chief Yeoman describes EBE auf earthfiles.com erschienen ein Artikel, in dem Linda Howe einen Ex-Chief Yeoman interviewt zum Thema UFOs, also ein weiterer dieser, der auspackt. Der Philip Corso war ja einer der ersten vor Jahren und er sagte: Whatever convinces this government to maintain the secrecy about UFOs and ETs is beyond me. I see no rhyme or reason to it, other than we are the good guys. We are the USA, this is something we need to hold tight. Also
alle, die da quasi unfreiwillig an dieser Geheimhaltung beteiligt sind und da reingezogen wurden, können sich auch nicht erklären, warum es denn so schlimm sein soll, dass wir halt nicht die Einzigen in diesem Universum sind. Und zum Thema UFOs finde ich recht interessant auch, es gibt noch eine Schule, School for UFO Spotters, die in Russland eröffnet wurde. Finde ich interessant, eine Schule, um etwas auszumachen, das es eigentlich gar nicht gibt. A flying saucer school teaching UFO spotters how to react if they meet an alien has opened in Russia. The opening of the new UFO and paranormal college run by the Ufology Commission in Togliatti follows a spate of crop circles in the region. Das heißt also, da gab es anscheinend einen Haufen Kornkreise. Ich habe jetzt nicht wirklich was davon gehört, aber und daraufhin hat man jetzt also eine Schule eröffnet, um Leuten beizubringen, wie sie denn sich verhalten, so quasi das Protokoll. Übrigens den Bericht, das Interview von Linda Howe bezüglich des Navy Yeoman und seiner EBE-Kontakte findet sich auch auf Whitley Strieber's Seite Dreamland und dort kann man auch das Radio-Interview nachhören. Ja, und schon wieder eine Geisterwolke über der Elbe, ein Spiegelartikel. Der Vorgang ist zu frisch, um ihn abschließend beurteilen zu können, so Jörg Asmus, Meteorologe. Wir sind irritiert, zumal solch ein Phänomen am 19. Juli vorigen Jahres schon einmal aufgetreten ist. Damals meldete das Radar ein 400 Kilometer dickes Regenband von Friesland bis Hessen. Und diesmal also wieder über der Elbe ein riesiges radarreflektierendes Gebilde und später in diesem Artikel vermutet man eben auch zum großen Erstaunen der Reporter, dass man dahinter militärische Übungen vermutet, obwohl das Militär in Deutschland eigentlich von nichts wusste. Die Frage ist, wer übt denn da? Aber nachdem er ja schon diese Kondensstreifen nicht erklären kann, wundert es mich ja nicht, dass man bei UFOs völlig ratlos ist. Schröder wird Berater des Bankhauses Rothschild, ebenfalls im Spiegel erschienen. Berlin, der SPD-Politiker, werde in den Europäischen Beirat des Bankhauses eintreten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise. Dort solle er seine internationale Expertise vor allem in Wachstumsregionen wie Osteuropa, Russland, der Türkei und China einbringen. Um den Anschein von Interessenskonflikten zu vermeiden, werde er die Bank aber nicht in ihren Deutschlandgeschäften beraten. Ich glaube, dass auch dadurch der Verdacht des Interessenskonfliktes nicht ausgeräumt werden kann, aber bitte. Und das Bankhaus Rothschild ist natürlich Verschwörungstheoretikern weithin bekannt und es ist schon sehr spannend, welche Verbindungen sich da von der deutschen SPD bis hin zu den Erzkapitalisten ziehen lassen. Eine sehr spannende Meldung wieder. Chinese stirbt an H5N1 ohne direkten Kontakt mit Geflügel. Da gab es heute auch schon interessante Chatmeldungen. Zum Beispiel soll angeblich in Hongkong die Regierung dort den Rat geben, der Bevölkerung aufzuhören, Hühnern in das Gesäß zu blasen. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber ist auf jeden Fall eine gute Idee, damit aufzuhören. Aber der 32-jährige Mann aus Gangsu hat sich vor dem Ausbruch der Krankheit oft in der Nähe eines Schlachthofes für Hühner aufgehalten. Er hatte jedoch nie engeren Kontakt mit Hühnern. Seit dem 22. Februar hatte er Fieber und Symptome einer Lungenentzündung und er starb am 2. März. Na wunderbar, jemand kommt in die Nähe von Geflügel und schon ist er definitiv an Vogelgrippe gestorben. Vom Nachweis kann ich da jetzt nichts sehen, außer dass er Fieber und Lungenentzündung hatte. Das muss jetzt nichts mit Hühnern zu tun haben. Und vor diesem Todesfall in Gangsu, so weiter in diesem Artikel, ereigneten sich alle bisherigen Todesfälle durch Vogelgrippe in China in abgelegenen ländlichen Gebieten. Und wie man sich da so sicher sein kann, dass das immer Vogelgrippe ist, das werden wir natürlich unsere Gäste heute unter anderem fragen. Musik.
Ja, und die richtigen Probleme gehen natürlich auch nicht weg, nämlich der Klimawandel. Climate Change Irreversible, so titelte der Independent, eine Zeitschrift aus UK, vergangene Woche. Sea ice in the Arctic has failed to reform for the second consecutive winter, raising fears that global warming may have tipped the polar regions into irreversible climate change far sooner than predicted. Das heißt, allen Klimamodellen zum Trotz scheinen gewisse Dinge jetzt viel früher einzutreten. Das Klima ist im Wandel und damit sollten wir uns auch wirklich ernsthaft beschäftigen. Ja, und die neuen Planeten, man entdeckt immer mehr und dennoch geben sie, und natürlich geben sie den Astronomen Rätsel auf. Sie fragen sich nämlich, wo kommen sie her? Ich denke, man hat sie bis jetzt wahrscheinlich einfach nicht entdeckt, aber bitte, ich bin kein Experte und es wird wahrscheinlich noch sehr viel da draußen geben und das ist eben das, was ich wirklich spannend finde, was da draußen denn noch so alles auf uns wartet. Ja, das waren die Crop FM News und hier geht's jetzt gleich weiter mit. Ja, und hier sind wir bei mir am Telefon zu Gast Dr. Johann Leubner und Herr Tolzin. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ein bisschen leise sind sie, aber ich glaube, es wird gehen. Also, wir werden einfach ordentlich laut aufdrehen. Wir werden ein bisschen lauter sprechen. Ja, das haut schon hin, glaube ich. Ja. Ja, freut mich sehr, dass wir diese Sendung heute machen. Es ist ja in den letzten Monaten sehr viel über dieses Thema gesprochen worden, zum Teil völlig unverständlich aufgebauscht worden, vor allem wenn man das in Relation setzt. Und ich habe gerade vorher, das werden Sie wahrscheinlich nicht gehört haben, in den News vorgelesen, da stirbt also ein Mann in China an Fieber und Lungenentzündung und dann sagt man, ja, das ist, er ist an der Vogelgrippe gestorben und wundert sich noch, weil er hat eigentlich nie Kontakt gehabt, er lebt nur in einer Gegend, wo daneben eine Hühnerfarm ist. Also eigenartigste Zusammenhänge werden da meiner Meinung nach aufgestellt und deshalb würde mich jetzt gleich zu Anfang auch an Sie beide gerichtet, da ich immer die Fragen, oder vielleicht zuerst noch jetzt, Herr Dr. Leubner, es kam in den News vor, gegen Sie wurde ein Verfahren eingeleitet und das Ganze ist jetzt in die Berufung gegangen. Können Sie uns da vielleicht jetzt einmal zuerst ein kurzes Update geben? Ja, das Update zu diesem Verfahren gegen mich, ein Disziplinarverfahren, das also eingeleitet und angeregt wurde von Seiten der Industrie, bei der Ärztekammer, gegen einen Arzt vorzugehen, der sich gegen Impfungen öffentlich ausspricht und wurde tatsächlich nach einem 3 Jahre langen Prozess folgendes Urteil ausgesprochen, 1 Jahr bedingt Berufsverbot, bedingt auf 3 Jahre. Das ist an sich ein sehr hartes Urteil, bedingt, denn das bedeutet, wenn ich mich nicht daran halte, dann gibt es ein weiteres Verfahren und das wäre Berufsverbot auf Dauer. Materiell und ansehensmäßig hat mir diese Verurteilung bis jetzt schon geschadet, denn derjenige, der nur Schlagzeilen liest, es wurde auch in der Presse darüber berichtet, der meint, dieser Dr. Leubner hat wahrscheinlich was Furchtbares angestellt, ein Gewaltverbrechen oder Raub oder so etwas, wenn er Berufsverbot bekommt. Da muss ein Arzt schon ganz schlimme Dinge anstellen. Nun, es ist auch so, dass das daher auch viele Patienten der Meinung sind, der Dr. Leubner ordiniert nicht mehr. Aber es ist natürlich so, dass dieses Verfahren gegen dieses Urteil Berufung eingelegt wurde und jetzt in der Berufungsinstanz, das ist die Oberkommission der österreichischen Ärztekammer, Oberdisziplinarkommission, wird diese Berufung beantworten müssen und behandeln. Inzwischen sind sehr viele Solidaritätskundgebungen gewesen, kurze Zeit über 2000 spontane Unterschriften, die dagegen protestieren, Briefe aus dem In- und Ausland sind ergangen an den Präsidenten der Ärztekammern.
die Fragen gestellt haben, wie etwa, wen vertreten die eigentlich, die Ärzte oder die Industrie, oder zu welchen Ärzten können wir in Zukunft noch gehen, wenn die nicht nach ihrem Gewissen und nach ihren Wissen behandeln dürfen, sondern nach Vorgaben der Industrie. Aber es ist also von Juristen, von allen Juristen, die bisher ich darüber mit denen ich gesprochen habe, sind sie alle der Meinung, dass dieses Urteil nicht halten könne, dass das als Warnschuss gedacht wurde und so auch ausgesprochen, aber es ist dennoch unverständlich und es muss allerdings auch noch erst durchgekämpft werden und durchgehalten werden. Warum wurde denn eine Geduldprobe? Ja, warum wurde denn das vielleicht noch einmal für alle, die das jetzt nicht so mitverfolgt haben, was war denn der Urteil? Man hat Leute hingeschickt zu meinen Vorträgen und mitgeschrieben und dann ist man an die Ärztekammer gegangen und hat sich eben dort beklagt. Ihre Vorträge gegen, also in Sachen Impfaufklärung. Ich glaube darüber, dass ich behaupte, dass Impfungen nichts nützen, sondern dass Impfungen höchstens schaden können. Ja. Ich bin ja auch bei Gericht eingetragener Sachverständiger für Impfschäden und habe eine bestimmte Kompetenz dazu. Und das hat natürlich Leute, die die Impfung verbreiten, sehr gestört. Und daher hat man sich gedacht, drehen wir einfach ab. Daher hat man also gemeint, wir verlangen Berufsverbot. Mhm. Na gut, also wenn sie da irgendwas tut, dann hoffe ich, sie halten. Es gibt sonst nichts Neues, außer große Solidaritätskundbewegungen, Kopfschütteln oder den Juristen. Es wurde auch in einigen Medien, insbesondere im Internet, darüber sehr viel geschrieben. Aber und dieses Urteil ist deswegen wichtig, denn würde das durchgehen, würde das bedeuten, dass kein Arzt mehr in Europa sich gegen Impfungen aussprechen darf. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Verfahren. Das bedeutet, dass auch Ärzte in Zukunft sich gegen Impfungen nicht nur aussprechen können, sondern Impfungen auch für ihre Patienten ablehnen. Ja, unglaublich. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Verfahren in Wirklichkeit. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, wir waren schon mal zu Gast auf CropFM. Die Sendung damals hieß Impfungen und kann nur jedem empfehlen. Sie ist verlinkt vom Ankünder, die, falls noch nicht gehört, im Archiv anzuhören, weil das Thema ist sehr spannend. Jetzt aber zu einem anderen Thema, bei dem ich mich eigentlich immer frage, warum ist das überhaupt ein Thema, nämlich die Vogelgrippe. Ja. Wie gesagt, das wird da unglaublich viel aufgebauscht, meiner Meinung nach. Und gleich zu Anfang vielleicht an Sie beide, oder gerichtet die Frage. Übrigens, Herr Tolzin, ich möchte Sie auch herzlich zu dieser Sendung begrüßen. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Sie müssen ja das Telefon quasi teilen und deshalb wird es immer ein bisschen dauern, bis Sie das hin und her reichen können, aber es funktioniert eh recht gut. Ja, begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Und wie schon gesagt, an Sie beide eingangs die Frage, wie das H5N1-Virus denn eigentlich nachgewiesen wird und wie sicher die Diagnose ist. Ich habe Sie jetzt akustisch nicht Wie wird verstanden. Das Virus H5N1 nachgewiesen und wie sicher wie ist der nachgewiesen wird, ja, und wie sicher die Diagnose ist? Ja. Ja, also bei einem Verdachtsfall geht man normalerweise so vor, wenn jetzt bei einer Hühnerzuchtanlage irgendwie ein Tier krank ist oder so. Man schickt eine Probe ein in Deutschland an das Friedrich-Löffler-Institut, das ist die zuständige Bundesbehörde. Und die machen erstmal einen Hühnerembryonentest, in dem sie die Probe oder Teile davon, ich weiß nicht wie sie das alles bearbeiten, in Hühnerembryonen injizieren. Wenn diese Hühnerembryonen dann sterben, dann war das eben ein hochpathogenes oder ein pathogenes, also ein krankmachendes Virus. Und wenn die das überleben, dann war es ein harmloses Virus. Und wenn die dann gestorben sind und man davon ausgeht, dass es ein krankmachendes Virus ist, worin auch dieses erste Tier da gestorben ist, dann geht man weiter und macht zum Beispiel PCR-Tests. Das ist eine Abkürzung für polymere Kettenreaktion. Mit diesem Test werden spezifische, also ganz bestimmte genetische Abschnitte, genetische Sequenzen nachgewiesen. Man geht davon aus,
dass diese genetische Sequenzen typisch sind für zum Beispiel das H5N1-Virus. Das Problem ist jetzt, die Frage ist jetzt, wie sind denn diese Tests geeicht? Wie kann ich sicher sein, dass diese Genbruchstücke ausschließlich in spezifischen Viren vorkommen und nicht in anderen Viren, in anderen Partikeln, in Zellbestandteilen, Bakterien und so weiter. Und da gibt es eben, da hat eben niemand von den Journalisten und Ärzten, die bisher nachgefragt haben, nachvollziehbare Beweise dafür gekriegt, dass diese Tests wirklich eindeutig sind. Das heißt, man findet da die Signatur, irgendeine DNA-Signatur, die jener des Virus ähnelt, und dann sagt man, okay, das ist jetzt aufgrund dieses Virus diese Erkrankung. Aber wie ist man denn eigentlich auf die ursprüngliche Signatur gekommen? Also Sie haben ja das Problem der Eichung angesprochen, aber irgendwie muss es ja geeicht sein. Sie müssen da ja auf irgendeine Signatur müssen Sie ja suchen. Wie kam man darauf, nach dieser Signatur zu suchen, nach der man jetzt sucht? Ja, das ist eine gute Frage. Also an sich müsste man ja diesen Übeltäter isolieren und dann in hochgereinigter Form vorliegen haben. So ist es, dann könnte man das untersuchen, dieses Virus, und sagen, dieses Virus hat diese und jene Bestandteile, und dann daraufhin den Test eichen. Jetzt, so stelle ich mir das vor, ja? Ja, so würde ich mir das auch vorstellen. Ja. Jetzt gibt es aber schon bei HIV seit über 20 Jahren die Diskussion dieser bis zu 60 Kreuzreaktionen, die möglich sind bei HIV-Tests. Das heißt, es gibt ungefähr 60 andere Gründe, warum ein HIV-Test positiv ablaufen kann. Und da gibt es eben auch die Diskussion der Eichung. Und ich habe festgestellt, ich habe bei der SARS-Hysterie das mal auch ziemlich intensiv verfolgt. Und da hat 2003 das Robert-Koch-Institut, das ist die oberste Gesundheitsbehörde in Deutschland, zusammen mit einer Firma einen SARS-Test entwickelt, der meiner Ansicht nach nichts anderes nachweist, als dass ein Patient Atemwegssymptome, zum Beispiel Husten und Fieber hat, weil dieser Test nicht gegengeprüft wurde mit normalen Grippepatienten. Ja, SARS ist das heißt, man nimmt das Virus, auch das SARS-Virus, H5N1 oder nehmen Sie HIV, die liegen nicht in gereinigter Form vor, sodass man den Test an ihnen eicht, sondern man nimmt eine Gruppe von Patienten, die diesen Stempel haben, neue Krankheit. Den haben sie unsichtbar auf ihrer Stirn. Und dann sucht man bei diesen, von mir aus 20 Patienten, nach Gemeinsamkeiten, die man mit einem neuen Test nachweisen kann. Und dann überall, weltweit, wo dann dieser Test anschlägt, sagt man dann, so, er hat jetzt SARS oder der hat jetzt H5N1 oder der hat HIV. Ja, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. SARS, ich war damals so viel gerade in Singapur, als das aufgetreten ist, und Leute sind da im Flughafen mit Schutzmasken herumgerannt. War auch eine drohende Epidemie und plötzlich war er weg. Hat man da irgendwas nochmal davon gehört oder was? Also wissen Sie da irgendwas? Von SARS hat man jetzt eigentlich nichts mehr gehört. Ja. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es mit der Vogelgrippe genauso sein wird, oder? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Also der Wille ist ja da, die Vogelgrippe, diese Panikmache aufrechtzuerhalten, weil es gibt ja auf den verschiedensten, in den verschiedensten Bereichen gibt es Eigeninteressen, die damit reinspielen. Da gibt es natürlich die Impfstoffhersteller und die Hersteller von antiviralen Medikamenten. Da gibt es diese ganzen mikrobiologischen Institute, ja, deren Arbeitsplätze umso mehr gesichert sind, je gefährlicher die Viren sind, die herumschwirren. Ja, und dann gibt es die Politiker, die sich profilieren wollen und vielleicht von anderen Problemen ablenken wollen. Ulla Schmidt zum Beispiel, die Bundesministerin für Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland, hat sich ja auch, ich habe da diese Rede durchgelesen, und also in Deutschland bereitet man sich darauf vor, so
160 Millionen Einheiten dieses Impfstoffes zu bestellen für ein Virus, das es noch gar nicht gibt. Ist das richtig? Genau. Es ist so, das kann man erst bestellen, wenn es dieses angebliche Pandemievirus, was uns angeblich droht, wirklich da ist. Ja. Weil man kann ja, man braucht ja den Krankheitserreger, um dann einen Impfstoff auf dessen Grundlage herzustellen. Ja. Das heißt, diese ganze Diskussion ist also rein theoretisch. Konkret ist nur eines, die Firma GlaxoSmithKline hat einen sogenannten Prototyp in der Zulassung in Europa. Mhm. Das heißt, die haben einen Impfstoff, den haben sie mit verschiedenen Influenza A Subtypen getestet und der ist jetzt in der Zulassung und sie behaupten, wenn dann das Pandemievirus kommt, dann braucht man das bloß noch reinzumischen und dann kann man schneller diesen Impfstoff, diesen Pandemieimpfstoff zulassen. Ja, aber trotzdem wird es mindestens 3 bis 6 Monate, von dem spricht die Bundesministerin da. Da gibt es unterschiedliche Angaben, also mindestens 4 Monate und so weiter. Ja. Aber es dauert auf jeden Fall, angenommen heute würde die Pandemie ausgerufen, dauert es auf jeden Fall mehrere Monate, bis der Impfstoff da ist. Und dann ist die Frage, ob er auch gleich in einer Menge da ist, um die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen, was man propagiert. Klar, angesichts dieser angeblich gigantischen Gefahr sehen sich die Politiker natürlich genötigt, vorzusorgen. Und ja. Unsummen auszugeben. Ich finde das auch interessant, dass Sie gesagt haben, wenn die Pandemie ausgerufen wird. Ja. Vielleicht jetzt eine Frage an Herrn Dr. Leumner, und zwar die Mutation. Es wird sehr viel darüber gesprochen, dass also dieser Virus mutieren könnte und dann die Mensch-zu-Mensch-Übertragung, und das wäre ja dann erst die Pandemie. Und also wer auch immer jetzt von Ihnen beiden antworten möchte, wie sicher ist es, oder wie wahrscheinlich, sicher ist es ja meiner Meinung nach überhaupt nicht, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass sowas überhaupt passieren kann, und wie würde das passieren? Dass dieser Virus also so. Ich konnte Ihre Frage jetzt nicht hören, weil wir sind, weil die Freisprechanlage also sehr, sehr mangelhaft ist, die wir hier zur Verfügung haben. Mhm. Soll ich erstmal etwas drauf sagen und dann weitergeben? Ja, vielleicht machen wir das auch. Okay. Die Frage ist die Wahrscheinlichkeit einer Mutation und dass das dann Folgen hat. Ja. War das Ihre Frage? So ist es, ja. Zunächst mal glaube ich persönlich, dass diese ganze Mutationsgeschichte nur eine Ausrede ist, um zu erklären, warum Impfstoffe nicht wirken. Weil wenn ein Impfstoff, ein Influenza, also ein Grippeimpfstoff nicht wirkt, dann ist es also ganz einfach zu sagen, jawohl, das liegt daran, dass sich der Erreger verändert hat. Ja. Und die Influenza-Viren verändern sich, weil es sogenannte RNA-Viren sind, eigentlich ständig. Das gehört anscheinend irgendwie auch zur Natur dazu. Die Frage ist jetzt, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu einer zufälligen Mutation kommt, die aus einem harmlosen Virus ein tödliches Virus macht? So ist es, ja. Dafür gibt es keinen Beweis. Das hat noch kein Mikrobiologe unter seinem Mikroskop beobachtet. Das ist reine Hypothese. Ja, dennoch spricht man darüber, aber es würde es unmittelbar bevorstehen. Ja. Klar, ich meine, sonst ist ja keine Dringlichkeit da, jetzt neue Medikamente zu entwickeln und Forschungsgelder freizumachen und so weiter. Ja. Wobei man eigentlich sagen muss, dass diese Pandemie-Geschichte schon ein paar Jahre läuft. Das heißt, es hat sich langsam hochgeschaukelt, mit SARS einen ersten Höhepunkt erreicht. Mhm. Ja, ich weiß. Das heißt, die ganzen Institute warnen schon seit Jahren. Ja. SARS trat übrigens auch zu einer Zeit auf, wo sich Amerika auf einen Krieg vorbereitete, beziehungsweise gerade einen begonnen hatte, nämlich den Irakkrieg. Und ich finde das sehr gruselig, dass wir, wo wir, ja, wo so die Kriegs... Ja, das ist eine sehr, sagen wir mal, wirklich gruselige Parallele. Ja. Denn genau an dem Tag, 20. März 2003, als die Amerikaner völkerrechtswidrig im Irak einmarschierten, das war der Tag, wo sowohl die Vogelgrippe in Holland als auch SARS einen medialen Höhepunkt hatten. Das war also in allen Zeitungen. Und jetzt haben wir ja wieder eine ähnliche Situation und mir gefällt das gar nicht, was da abläuft. Nein, diesen Missfallen kann ich mit Ihnen teilen.
Vielleicht, wenn Sie das Telefon jetzt an Herrn Leubner weitergeben können, weil ja, ich habe die nächste Frage. Ja, ich gebe weiter. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich kann auch als Arzt noch einige wichtige Denkanstöße geben. Bitte, ja. Zu diesem Thema Vogelgrippe. Vielleicht einmal als allererstes. Wenn Sie mir einen Arzt bringen können, einen Arzt, Humanarzt oder Veterinärarzt, der überhaupt sagen kann, wie soll diese Vogelgrippe-Krankheit überhaupt aussehen? Genau, das wäre meine Frage. Was weiß man eigentlich über den Krankheitsverlauf? Wir haben ja nur einen Test, einen sehr, sehr wackeligen, dubiösen Test, der in einem nur sogenannten Spezial- oder Referenzlabor durchgeführt werden kann. Das heißt also, wo nur wenige Leute davon was wissen. Also das ist etwas ganz was Geheimnisvolles, was Exklusives und nur praktisch auf höchster wissenschaftlicher Ebene, wo es niemand, kein Wissenschaftler der Welt sonst Zugang hat, der kann diesen Test durchführen. Da muss man schon einmal die Ohren spitzen, ob es sowas überhaupt gibt. Nun zum Zweiten. Wenn mir ein Arzt sagen kann, was das sein soll. Ich möchte also vielleicht darauf aufmerksam machen, in den Dokumenten spricht man von Geflügelpest. In der Propaganda spricht man von Vogelgrippe. Das heißt, man assoziiert die Grippe, an der immer wieder durch die Jahrhunderte und auch heute selbstverständlich geschwächte Menschen bei entsprechender Unterkühlung und Bedingungen selbstverständlich auch das Leben beenden, aber daher auch zu kräftig. Das Wort Grippe hat daher eine gewisse gespenstische und eine erschreckende Wirkung. Ja. Man macht also aus einer Geflügelpest eine Vogelgrippe. Das ist also ein buchstäblicher Beispiel von Propagandasprache. Ja, man bringt auch immer die spanische Grippe da herein. Also ja, das heißt Beispiel. Also zwei Dinge. Erstens einmal, also ich habe also auch in den Dokumenten, die wir Ärzte bekommen von den Sanitätsbehörden, nachgesehen, wie soll die Symptome einer Krankheit. Kein Mensch hat noch Symptome einer Krankheit beschrieben. Ist da Fieber, ist da Bluthusten, ist da eine Lungenentzündung oder ja, genau. Ist da eine Herzmuskelentzündung oder ist da eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine schwere? Nichts, kein einziges Symptom wird genannt, sondern nur ein Virustest und das wird bestätigt. Irgendwo gehen Hühner ein, was immer ist und im Winter in den Flüssen immer, wenn sie keine Nahrung haben, aber eine Krankheit selbst, die selbst hat man überhaupt noch nicht definiert. Kein Mensch, kein Arzt kann sagen, bei Verdacht auf Vogelgrippe werden Ärzte aufgefordert zu melden. Aber worauf besteht der Verdacht? Ja, wenn ein intensiver Kontakt mit Geflügel war. Ja bitte, aber ich möchte die Krankheit wissen und diese Krankheit gibt es nicht. Die Krankheit selbst gibt es nicht. Eine Krankheit wie etwa Masern oder Scharlach oder nehmen wir an Keuchhusten, sondern ganz einfach oder auch, sagen wir mal, eine durchschnittliche Grippe, sondern das ist die Vogelgrippe. Was ist die Vogelgrippe? Wenn eine Grippe auftaucht und es war mit Geflügelkontakt, bitte, da muss man schon einmal nachdenken beginnen. Zum Zweiten, als Arzt, das war Ihre Frage, spanische Grippe. Sie müssen sich vorstellen, dass ich habe also noch Eltern gehabt, die also zu dieser Zeit jung waren und sehr viele Verwandte. Ich habe nie was von der spanischen Grippe gehört. Das glaube ich, also da weiß der Herr Deutzin vielleicht wesentlich mehr, das war ein Phänomen, besonders in Amerika. Aber vielleicht doch etwas. Am Ende des Ersten Weltkrieges, müssen Sie sich vorstellen, 4 Jahre Krieg in Europa, Hunger, Elend, keine Versorgung, kaum elektrisches Licht, wurde erst 1920 auch in den Ländern, überhaupt auch in den Städten in Europa, elektrisches Licht gegeben. Keine Heizung, keine Zentralheizung, das hat alles nicht gegeben. Keine Kleidung, das war, wie wir heute haben, wo wir bei Erkältungen uns schützen können. Bedingungen zu wohnen, alles das, was also die Menschen so geschwächt hat, wenn jetzt 1918 am Ende des Zweiten Weltkrieges dann bei einem strengen Winter wie heuer dann so und so viele Menschen so schwer unterkühlt waren, dass sie dann auch zusätzlich bei ihrer Verfassung dann verstorben sind. Und wenn man das hochspielt zu einer spanischen Grippe. Das heißt, noch einmal gesagt, die Grippe, die echte Grippe ist eine reine Erkältungskrankheit. Eine reine Erkältung hat gar nichts mit
mit Virus, mit Erreger, mit Infektion, mit Ansteckung zu tun. Das wird uns systematisch so propagiert, als wäre das ein geheimnisvolles, unheimliches, dämonisches Gebilde. Und das können nur die weisen Männer in Speziallabors diagnostizieren. Bitte eine Krankheit diagnostiziert ein Arzt und nicht ein Labor. Ein Labor kann einen Hilfsbefund liefern, kann dem Arzt helfen, wenn mehrere Symptome, mehrere Labortests positiv auffallen im Zusammenhang mit dem klinischen Bild. Aber eine Krankheit ist bisher noch gar nicht beschrieben, die zu Vogelgrippe passt. Das gibt es noch nicht. Das ist nur eine Spekulation. Und ich möchte noch anschließen, was der Herr Dolzin gesagt hat, das Mutieren des Virus. Ja, da hat man also gemeint, es könnte also mutieren. Ein Virus, jeder, der sich etwas mit Viren mutieren, mutieren ständig. Das heißt, die werden ja infolge der Zellumgebung ja beeinflusst, ihre Lage, ihre Form, ihre Struktur ständig zu ändern, weil sie ja im Dienste der Immunologie, der Abwehrvorgänge stehen. Das sind also jene Dinge, und uns wird erzählt, als wäre das etwas Zerstörerisches, das unterwegs ist. Und die spanische Grippe nimmt man deswegen heran, um zu sagen, das Virus aus der Zeit, bitte kein Mensch kann ein Virus aus jener Zeit isolieren, am Leben halten, das sind bitte wüste Konstruktionen, das sind bitte geschmiedet in den Propagandaschulen der Gespenster. Da hat man, und wenn man das oft genug hört, ich habe die Meldungen verfolgt, zuerst war es aggressiv, jetzt wird es aggressiver, und in einer anderen Meldung, jetzt müssen wir das Virus stoppen und. Also, wie Sie überhaupt vielleicht erklären, möchte ich Ihnen erklären, der Virusbegriff, schon, das hat Louis Pasteur geschaffen. Der hat alles, was er nicht im Mikroskop als Bakterium sehen konnte, und das war zu seiner Zeit fast überhaupt alles andere, hat er Virusgift genannt. Damals haben wir Dinge, die wir heute Virus nennen, gar nie gesehen, nie gewusst, nie gekannt, sondern das ist ein hypothetischer Begriff. Viele Mütter kennen das, wenn sie ihren Arzt rufen und ihr Kind hat Husten und er findet nichts, dann sagt er, es handelt sich um ein Virus. Also wir sagen immer, es ist ein Virus, wenn wir nichts wissen. Diese Dinge, die sind ja uns allen bekannt. Und dieses, weil das Virus, da haftet etwas an, was Dämonisches, was Boshaftes, vor allem was Zufälliges, was zufallshaft auftreten kann. Und das bitte schüren Sie immer wieder in der gleichen Leier, und wir wiederholen uns das, wie der Herr Dolzin schon gesagt hat, schon seit Jahren und seit einem Jahr kontinuierlich. Das bitte, wie hat Oswald Spengler gesagt, 3 Wochen Pressearbeit und wir wissen, was die Wahrheit ist. Ja. Yeah. Ja, sehr spannend. Es ist auch im Chat fragbar, ob es da einen Beweis gibt und Fotos. Also es gibt definitiv auch keine Fotos von diesem H5N1-Virus. Ja, H5N1. Das sind also Untergruppen, die sind ja, da beweisen sie ja nur ihre eigenen Tests damit. Auch da beweisen die nur ihre eigenen Tests, die sie selber geschaffen. Sie beweisen nur das, was sie selber konstruiert haben. Bitte eine Krankheit beweisen kann ein Arzt. Ein Pathologe zum Teil, aber nur ein Arzt, der den Patienten sieht, seine Lebensbedingungen, seine Geschichte, seine Vorgeschichte, wann war das, seit wann hat er Krankheit, welche auslösenden Umstände, welche klinischen Symptome, Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Gelenkschmerzen, Herzrasen, alles was da, das alles ist überhaupt nichts gibt's noch von dieser Krankheit. Kein einziges Symptom ist beschrieben, außer Fieber und Kuscheln mit Hühnern. Bitte, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also das ist, was man weiß. Ja. Ja, es ist nicht sehr viel, ja, aber es wird aber extreme Propaganda betrieben dafür. Erschüttert hat, dass also das Einsperren der Hühner, das ist ja so vor sich gegangen, man macht eine Umfrage und fragt die Leute, sind sie dafür, so lauten die Umfragen, sind sie dafür, dass wenn Hühner und Geflügel jetzt die Vogelgrippe verbreiten können, dass wir die Hühner einsperren statt frei herumlaufen lassen? Na bitte, was werden die meisten Leute sagen? Und dann bitte kommen diese Umfrageergebnisse zu den politisch Verantwortlichen und sagen, bitte 80% der Bevölkerung will jetzt mit den Hühnern einsperren. Und ich halte das eigentlich für einen Test, ob man auch die Zwangsgrippeimpfung einführen will. Ja, dazu möchte ich auch später noch kommen. Ja. Aber
Eine Frage auch irgendwie, wenn jetzt diese Infektion ja, nachgewiesen wurde, auch wenn diese Tests eigentlich nicht sehr aussagekräftig sind. Ein positiver Test. Ein positiver Test, ja. Heißt es dann, ich wäre auf jeden Fall krank? Oder was heißt das dann? Nein, es gibt ja auch bei x anderen Krankheiten. Wir nehmen nur die Infektionskrankheiten her, Masern, oder nehmen wir her einen anderen Viruskrankheit, Schafblattern oder Gürtelrose oder was immer, also diese tatsächlichen Virus mit Virustests zusätzlich diagnostizierten. Da gibt es viele Menschen, die positiven Virustest haben, aber keine Krankheit. Denn diese Krankheiten laufen immer in drei Formen ab. Manifest, das heißt, die haben klinische Symptome, Fieber, Schüttelfrost, Bluthusten, Lungenentzündung und. Nicht manifest, sondern latent, das heißt, überhaupt völlig versteckt. Das heißt, wir können das nur im Blut durch einen Test nachweisen, aber der Mensch ist nicht krank. Das heißt, er hat keine Krankheitssymptome. Und ein Zwischending ist inapparent. Inapparent sagt man, na gut, er ist nicht ganz gesund, aber er hat keine besonderen Symptome. Das heißt, das sagt ja nichts aus über die tatsächliche Erkrankung, über den Schweregrad der Erkrankung. Ja. In einer Familie, was bis jetzt gegeben hat, ist also Schafblattern. Ein Kind hat sehr stark, das andere gerade ein bisschen, das andere hat ein Bündchen und nicht mehr. Das heißt, der Krankheitsbegriff wird ausschließlich reduziert auf einen positiven Test. Das ist genauso dasselbe, die Meningokokken, bei der Meningokokkenmeningitis. Solche Erreger, Meningokokken, haben wir im Nasenschleim, hat jeder dritte Mensch, rund um die Uhr, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Und er kriegt deswegen nicht eine Meningokokkenmeningitis, das heißt Hirnhautentzündung. Nur braucht er eine bestimmte Schwächung seiner Verfassung und dann kann sich so eine Krankheit zu einer schweren Krankheit entwickeln. Mhm. Das ist ja auch nicht so Grippe, sondern es gibt leichte Grippe, schwere Grippe und lebensgefährliche Grippe. Uns wird eingeredet, da hat es Tote gegeben, bei der Vogelgrippe ist jemand, hat es Tote gegeben und jetzt ist der Test positiv. Und das wird miteinander verbunden, völlig unkritisch. Völlig unkritisch. Das bedeutet also, da ist jemand gestorben und jetzt ist dort auch schon ein positiver Test. Ja. Dort ist jemand gestorben und dort ist ein positiver Test, der von seinem Glück gar nichts weiß. Ja. Und nie was erfahren wird, weil er gar nicht erkrankt. Ja. Also das wird auch vergessen. Das heißt, eine Diagnose ist nur einem Arzt möglich. Der Test, auch wenn er positiv ist, sagt noch lange nichts aus, sagt allein nichts aus, sondern die Natur und die Verfassung und die Lebensbedingungen des betroffenen Menschen bestimmen, was für eine Krankheit. Ja. Ein Hörer schreibt im Chat, die Ansicht, dass Krankheiten durch Bakterien oder Viren verursacht werden, gehört gewiss zu den größten Täuschungen unserer Zeit. So Georgios Vitulkas, ich kenne den Herrn nicht, und zwar ist er Träger des Alternativen Nobelpreises 1996. Naja, also viele Menschen halten also die These, dass Krankheiten durch Viren und Bakterien übertragen werden, tatsächlich für eine These und sonst nichts. Ne? Also ich würde nicht sagen unbedingt Betrug, Betrug auch. Betrug ist es dann, wenn es die Leute machen, die wissen, dass es nicht so ist, aber viele Leute glauben, dass es so ist. So wurde es auch am Anfang, also am Ende des 19. Jahrhunderts so geglaubt, dass die Bakterien die Krankheitserreger sind. Nun, da hat es also schon von Anfang an, etwa der Physiologe Claude Bernard, war ein ganz großer Gegner dieser Vorstellung, dass diese Bakterien die Krankheit erzeugen sollen, sondern die treten dann auf den Plan, wenn eine Schädigung erst durch andere Ursachen erfolgt ist, Unterkühlung, Mangelkrankheit, Vitaminmangel, Hunger, Vergiftung, Verbrennung, Einbringen von giftigen Substanzen, dann erfolgt eine Schädigung und die geschädigte Schleimhaut oder Region verlangt dann, dass bestimmte Bakterien kranke Gewebe abbauen helfen. Das typische Beispiel, ein Holzsplitter, ein Holzschiefer gelangt in das Fleisch. Das beginnt zu eitern. Da kommen also bestimmte Eitererreger, die werden vom Körper selbst gebildet. Infolge der Eiterung wird nun dieser Fremdkörper und das abgestorbene Gewebe abgestoßen. Und nachdem das abgestorben ist, verschwinden diese Erreger wieder. Die werden vom Immunsystem so reguliert, dass die selber verschwinden. Das ist also nicht so, jetzt sind Eitererreger da und die gehen jetzt in den Körper, in das Blut und fressen den Körper auf. Das ist bitte eine völlig überholte Vorstellung. Viele, nicht Alternativmediziner, sondern viele sogenannte Schulmediziner sagen, diese Vorstellung von den Antibiotika, dass wir damit die Krankheit besiegen und die Erreger abdecken, das ist bitte längst überholt. Wann hört
hören wir endlich auf. Und das Virus ist nur das Pendant dazu zum Bakterium. Das heißt, das Virus ist das, was wir im Mikroskop nicht sehen und wovon wir viel zu wenig wissen. Aber auch nie die Ursache der Krankheit. Bei der Grippe ist es eine Erkältung und Erkühlung. Bei Verletzungen sind es also Fremdkörper, bei Vergiftungen sind es andere und bei den meisten Menschen der Welt ist es der Hunger, die Mangelerscheinungen, sodass ihr Körper sich überhaupt nie gesund sein kann, weil ihm ständig was fehlt. Das sind die Ursache der Krankheiten. Mhm. Infektion, ein böses Bakterium, bitte, das haben wir aus der Dämonologie übernommen. Mhm. Und das bitte funktioniert wunderbar mit diesen Vorstellungen. Ein sehr angesehener, höchster Beamter in der Steiermark, der möchte also keinen Namen nennen, der erklärte die Viren in den Zeitungen, der stellt das so dar, bitte zum Schrecken für die Menschen. Das ist ein Gebilde mit Panzer umgeben und stacheligen Werkzeugen und der gelangt in der Grippezeit in den Rachen und in den Kehlkopf und sticht da und zerstört da die Schleimhaut und anschließend kommen die Bakterien und dann gehen die hinunter bis zum Herzmuskel. Solche Dinge werden von höchsten Beamten der Sanität verbreitet, öffentlich bitte. Das ist eine Vorstellung, da wohl andere Interesse dahinter stehen. Ja. Birdie schreibt auch im Chat, also stellt die Frage, also sind Bakterien die Feuerwehr und das offenbar sind sie. Sie sind ihrer Meinung nach jetzt nicht die Erreger, sondern es ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung. Das ist richtig. Hier wird also die Folge verwechselt mit der Ursache. Ja. Erreger bedeutet nur, dass hier die Krankheit, die ja auch immer ein Heilvorgang ist, jede akute Krankheit ist ein Heilvorgang. Nehmen wir her, also wurde eine schwere Unterkühlung, hat einen Menschen getroffen. Und jetzt stellt der Körper alle Maßnahmen her, um Fieber zu erzeugen. Das heißt, ein hohes Energieniveau. Bei diesem hohen Energieniveau im Fieber, hohe Zuckerverbrennung, hohe Stoffwechselaktivität, hohe Kreislaufaktivität, um das, was durch diese Unterkühlung geschädigt wurde, wiederherzustellen. Das Fieber ist auch nicht die Ursache, sondern das Fieber ist bereits die Folge. Mhm. Das Auftreten von Bakterien ist ebenso zu verstehen als Reparaturprozess des Körpers. Die danach erfolgte Reparatur verschwinden die. Und das Wort Entzündung, das ist das Gleiche, das heißt ja zünden, anzünden. Die akute Maßnahme des Körpers, dieses Heilvorganges anzuzünden, insofern passt Erreger schon, weil hier dieses Bakterium miterregt, das erzeugt ja Stoffe, die Fieber, Abbau bei diesen Stoffen, setzen sie Stoffe frei, die für das Fieber verantwortlich sind. Ohne Bakterien können wir kaum Fieber erkranken. Darum kriegen ja Menschen, die lange Zeit Antibiotika bekommen haben, kriegen mit der Zeit kein Fieber mehr. Mhm. Und das ist ja, was den Menschen, den Laien beeindruckt. Aha, Antibiotikum, Fieber weg. Er hält sich für gesund, geht Tennis spielen und fällt dort tot um, weil in Wirklichkeit die Krankheit an seinem Herzmuskel weitergegangen ist. Hätte er hohes Fieber und Schmerzen, würde er im Bett liegen bleiben. Hm? Ja. Also die akute Entzündung ist ein Heilversuch des Körpers und die Bereitstellung der Bakterien, die ja im Körper vorhanden ist, für die Bakterien kommen ja aus den Körperzellen, die kommen ja nicht beim Fenster hereingeflogen. Die sind unzufälligerweise und schicksalshafterweise. Mhm. Also so gesehen. Ja. Vielleicht jetzt eine Frage wieder an den Herrn Tolzin. Ich gehe wieder den Herrn Tolzin weiter, ja. Und, so, da bin ich wieder. Ja, und zwar meine Frage an Sie wäre jetzt die Situation auf der Insel Rügen. Dort, also Ihre Website ist ja auch so wie die von Herrn Dr. Leubner verlinkt von der Startseite aus und auch eine sehr interessante Artikel, die ich dort gefunden habe. Und unter anderem ist ja auf der Insel Rügen fast schon der Ausnahmezustand ausgerufen. Oder wie verstehe ich das? Also dort können Sie da kurzen Abriss geben, was dort passiert? Ja gut, man hat auf Rügen im Februar oder Anfang Februar war das tote Höckerschwäne gefunden, so wie man jedes Jahr, vor allem gegen Ende eines Winters, tote Wildvögel findet. Und hat da routinemäßig die H5N1-Tests gemacht und hat dann positive Testergebnisse gehabt. Und dann hat man diesen Ausnahmezustand ausgerufen und Seuchenschleusen aufgestellt und so weiter. Was heißt das, Seuchenschleusen? Wird man da? Ja, das heißt, wenn man auf die Insel will, wenn man von der Insel runterkam, glaube ich, war das, muss man durch so eine Infektionsschleuse. Ja, und Autoreifen, das hat man ja auch im Fernsehen gesehen, Autoreifen wurden besprüht.
ist es reiner Aktionismus, denn jeder Vogel, der von Rügen zum Festland rüberfliegt und sein Geschäft fallen lässt, ja, umgeht die Seuchenschleuse. Ja. Also das ist also extrem sinnlos. Ja. Wirklich interessant ist, dass nur ganz wenige Kilometer von Rügen entfernt eigentlich auf der Insel Riems sich das Friedrich-Löffler-Institut befindet. Das ist die zuständige Bundesbehörde für Tierseuchen. Und das Interessante ist eben, dass die seit einigen Monaten mit dem H5N1-Virus, und zwar mit dem als gefährlich geltenden Asia-Strang, Impfstoffversuche machen. Das sind Hochsicherheitslabors, die sie da haben, und wo angeblich dann keines dieser Mikropartikel, was anderes ist das ja nicht, durch die Filter nach draußen gelangen kann. Und aber das eigentlich Interessante ist das, dass weder die Medien noch unsere Politiker noch die Opposition noch die Institute das thematisieren. Weil wenn dieses Virus ja wirklich so hochgefährlich ist, wie behauptet wird, und wenn dieses Virus sich im Friedrich-Löffler-Institut in den Labors dort befindet, und wenn in der direkten Umgebung des zuersten Ausbrüchen kommt, sogenannten Ausbrüchen möchte ich das nennen, dann muss man doch da die Verbindung sehen. Und allein, dass dies nicht thematisiert wird, das zeigt mir, dass hier ein falsches Spiel mit der Öffentlichkeit gespielt wird. Ja. Was da sonst noch alles nicht ausgesprochen wird und was da sonst noch im Hintergrund abläuft, mag dahingestellt sein, aber das ist wirklich für jeden nachvollziehbar, finde ich. Ja, das heißt, diese toten Schwäne, die man da aufgegriffen hat, die könnten auch durchaus durch die Impfversuche an diesem Virus... Aus Sicht der Schulmedizin muss man das sagen. Ja. Aus Sicht der Schulmedizin sind ja diese Labortests spezifisch und eindeutig. Ja. Ja, das heißt, ich argumentiere jetzt nicht aus meiner Sicht, ich relativiere ja die Bedeutung, wie der Herr Dr. Leubner auch, dieser Tests, die wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sind, mehr nicht. Aber aus Sicht der Schulmedizin müssten da sämtliche Alarmglocken geläutet haben und noch läuten, was die Sicherheit dieser Labors auf der Insel Riems angeht. Ja. Das heißt, dort kann es also durchaus passieren, glauben Sie, dass dieser Virus oder was immer auch entkommt und sich Tiere infizieren? Ich habe Ihre Frage jetzt nicht verstanden. Sie halten es also für möglich, dass die Infektion dieser Tiere durch die Versuche passiert ist? Ob ich das für möglich halte? Ja. Ja, das ist die Frage. Ich meine, was weisen diese Tests nach? Die weisen bestimmte spezifische Molekülketten allenfalls nach. Aber wo treten die überall auf? Also wenn die nicht geeicht sind, die Tests. Ich meine, ich weiß nicht, wenn man jetzt die gesamte Menschheit auf H5N1 testen würde, wie viel Prozent positiv wären. Ja, unabhängig davon, ob die gesund oder krank sind. Ja. Das ist für mich eine offene Frage. Ich meine, vielleicht ist da wirklich irgendwas ausgebrochen, aber ob das jetzt Viren sind oder irgendwelche genetischen Bestandteile oder ich weiß es nicht. Aber aus Sicht eines Schulmediziners oder eines verantwortlichen Beamten, der an die Gefährlichkeit dieses Virus glaubt und der an die Tests glaubt, müsste ich wirklich da die Frage stellen, eine Maßnahme ergreifen. Ja. Aus dessen Sicht. Und deswegen, es ist so in sich unlogisch, das Ganze. Es ist für mich einfach ein Zeichen, dass da was nicht stimmt. Ja, so ist es. Ja, das stinkt von vorn bis hinten, wie man so schön sagt. Die ersten Tests wurden, das haben wir doch schon einige im Chat geschrieben, in England, ein Teilnehmer schreibt da in London, ich glaube in Weybridge gibt es da das Labor. Und dort wurden also die ersten Tests durchgeführt, ist das richtig? Da kann ich jetzt nichts Genaueres dazu sagen. Mhm. Also es gibt ja nur, wie der Herr Dr. Leubner sagte, es gibt nur einige wenige sozusagen eingeweihte Institute, die diese Tests überhaupt vornehmen können. Und
Es werden inzwischen immer mehr, also in Baden-Württemberg, da wo ich lebe, gibt es auch jetzt ein Institut, das auf H5N1 testen kann, aber nicht, ob es jetzt ein Asia-Typ ist. Das ist wirklich die Frage, wie sind die geeicht? Weil wenn ein Institut A einen Test entwickelt und sagt, der ist eindeutig, ja, und Institut B entwickelt auch einen Test und sagt, auch der ist eindeutig, heißt es nicht, dass die beiden auch immer das gleiche Ergebnis bringen. Das heißt, die müssen sich irgendwie miteinander abstimmen. Und dieser Abstimmungsprozess findet jetzt ganz langsam statt. Ja. Aber warum ist das erste Labor, das Referenzlabor, war offensichtlich in England? Gibt es irgendeinen Grund dazu, dafür? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also das müsste dann eben wahrscheinlich ein WHO-Referenzlabor sein. Aha, okay. Nehme ich an, mit Erfahrung auch bezüglich spezifischer Virenzubtypen. Ja. Und inzwischen gibt es also schon andere Labors, die zumindest in gewissen Grenzen den Schatten dieses Virus ebenfalls nachweisen können. Klar, unsere Politiker müssen ja jetzt handeln, müssen dafür sorgen, dass lokal schnell die richtigen Diagnosen gestellt werden können. Ne? Ich meine, ein Thema, das natürlich, und vielleicht ist das wieder eine interessante Frage für den Herrn Dr. Leubner, aber ich glaube auch für Sie, ich weiß nicht, wer dann jetzt da antworten möchte, das Thema Impfungen, wie gesagt, Ihre Bundesministerin für Gesundheit spricht ja bereits von 160 Millionen Einheiten für die Impfung, die gegen ein Virus helfen soll, das wir noch gar nicht kennen. Ja. Wenn es jetzt dann also so zu einer Impfung, wenn wir jetzt vom schlechtesten Fall ausgehen, dass tatsächlich ein Ausbruch passiert, von was jetzt auch immer, und es kommt zu Impfungen. Das haben wir vorher schon gesagt, in 4 bis 6 Monaten kann man so einen Impfstoff entwickeln. Ja. Was glauben Sie, würde das jetzt bringen? Vielleicht ist die Frage für Herrn Dr. Leubner auch irgendwie interessant. Ja gut, vielleicht erst noch was dazu. Ja? Aus meiner Sicht bringt eine Impfung gar nichts außer Nebenwirkungen. Okay. Ich teile diese Ansicht mit Ihnen. Ich muss allerdings sagen, wenn sich jemand impfen lassen möchte, ja, also kann ja jeder machen, was er möchte. Wenn die Angst vor der Krankheit größer ist als die Nebenwirkungen, die er haben könnte, dann kann es natürlich sein, dass eine Person von der Impfung profitiert, weil sie ihm die Angst nimmt. Und Angst, das ist ja auch nachgewiesen, schwächt das Immunsystem. Naja. Ja? Und das ist natürlich auch eine ganz persönliche Entscheidung. Mhm. Aber der Nutzen einer Impfung wird ja grundsätzlich an Antikörpern festgemacht. Und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die eindeutig belegen, dass Antikörper dass ein Antikörper-Titer identisch mit Immunität ist. Also selbst das Robert-Koch-Institut in Deutschland, die höchste Bundesbehörde dort, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt, gibt offen zu, dass man auch immun sein kann, ohne einen Antikörper-Titer zu haben. Mhm. Ja, und die raten davon ab, nach einer Impfung den Titer zu messen. Ja. Weil man sich dann täuschen lassen kann vom Ergebnis. Ja. Andererseits ist aber genau dieser Titer die Voraussetzung dafür, dass eine Impfung zugelassen wird. Das ist auch wieder ein Widerspruch. Mhm. Also ich halte von diesen Impfungen gar nichts, weil da aus meiner Sicht jeder Beweis für den Nutzen, also echte Beweis für den Nutzen fehlt. Und der Beweis kann nur geführt werden dadurch, dass man eine ausreichend große geimpfte Gruppe und eine ausreichend große ungeimpfte Gruppe über einen längeren Zeitraum beobachtet und dann verfolgt, ja, werden die Geimpften tatsächlich weniger krank oder nicht krank. Ja. Ja, aber diese statistischen Beweise fehlen ja bis jetzt, soweit ich das verstehe. Ja, ist gut. Es gibt einige Studien, die wir kennen und die aber eindeutig, also entweder nicht eindeutig für den Nutzen der Impfung sind oder eben eindeutig ein wesentlich höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen belegen bei den Geimpften. Ja, verstehe also. Ja, soll ich Sie an den Herrn Dr. Leutner nochmal weitergeben? Ja, bitte. Also wegen der Impffrage. Ja. Bitte, Herr Weide. Ja, ich meine, ich habe gerade mit Herrn Tolzin über diese drohende, möchte ich jetzt fast sagen, Impfung gesprochen. Deren Risiken wahrscheinlich höher sein wird als deren Nutzen. Ja, das ist also, da haben wir also gehört, dass
die Angst vor einer Krankheit tatsächlich schwächt, das ist also bekannt. Nur frage ich mich, warum erzeugen die Angst diese Leute? Das sind ja die gleichen Leute. Die gleichen Leute, die Schreckensbilder an die Wand malen, die von so vielen Millionen Toten und 50 Millionen und mehr Toten sprechen, das sind die gleichen Leute, die Impfung anbieten. Ja. Transparenter geht's wohl nicht. Sie werden nie von einem Ärzte, die sich also etwa mit Kneippmedizin oder mit Homöopathie oder mit gesunder Lebensweise beschäftigen, die mit Krankheiten drohen oder Krankheiten propagieren, sondern genau jene Leute, die Impfung betreiben, verbreiten die Angst. Also das ist also schon durchschaubar, dass genau die, die große Angst erzeugen von Dingen, vor Dingen, die es nicht gibt. Die Vogelgrippe bitte als solches, was die uns davor erzählen, das gibt es gar nicht. Ja. Die Frage ist natürlich wirklich, die werden wir jetzt in diesem Rahmen natürlich nicht beantworten können, aber warum wird das gemacht? Also das ist für mich schon sehr, sehr gruselig einfach, was da passiert. Ja, ist richtig. Bitte, ja, das ist also schon eine Bekannte. Vielleicht ist das liegt in der menschlichen Natur, weil dass die Großen die kleinen Leute schrecken. Das ist also auch schon einmal ein Laster fast in vielen Menschen drinnen. Aber dann bitte ist es immer ein Instrument des Krieges gewesen. So ist es, ne? Und ein Instrument des Krieges ist es. In erster Linie die Leute zu unterwerfen. Das war also schon, wenn Sie Julius Caesar lesen, wie die germanischen Soldaten gekommen sind, die mit Irrsinnsgebrüll und mit Hörnern am Kopf und so weiter, haben sie also zunächst die römischen Soldaten, die bis dorthin die Imperatoren gewesen sind, so überrascht und so in die Ängste getrieben. Mit Angst ist ein Instrument der Kriegsführung. Ja, ist interessant, dass Sie da jetzt Kriegsführung ins Spiel bringen, denn ich stelle auf dem Ankündigung auch die Frage cui bono. Und ja. Donald Rumsfeld ist ja interessanterweise einer der Mehrheitsaktionäre oder jedenfalls hat er sehr viel Geld in der Firma Gilead und ich glaube Roche heißt es in Europa, die jedenfalls den Tamiflu herstellt. Das ist ja eines dieser Mittel, das angeblich helfen soll. Ja. In Japan haben da Jugendliche Selbstmord begangen nach der Einnahme dieses. Geworden, ja. Ja, also ich habe da von jemandem an die Klein-Klein-Redaktion hat er einen Brief weitergeleitet von einem Arzt, den ich selber nicht kenne, der da also mehrere sehr interessante Dinge da aufbringt. Auch sagt, dass der direkte Nachweis nicht da ist. Und ja, das ist sehr spannend, dass also, Sie haben vorher gesagt, Krieg, das ist eigentlich der Grund, warum man den Leuten Angst macht, um Krieg zu führen. Warum man das jetzt wiederum macht, ist wirklich ein anderes Thema. Und ja, und schon haben wir den Connex Rumsfeld. Das ist wohl der Mann, der im Moment ganz dick im Kriegsgeschäft ist, aber auch in diesem Geschäft kräftig mitmischt, ne? Naja, es geht also um Folgendes. Ich mische mich an sich nicht in die Geldtasche der anderen Leute, das nicht. Ja. Wo hier es bei der Propaganda geht, ist es vor allem die Macht. Ja. Die Macht, das ist also die größte Versuchung für den Menschen, die es gibt. Den anderen klein zu machen, den anderen gehorsam abzuringen, den anderen dienstbar zu machen, den anderen nur an mich zu glauben, das ist bitte also eine ganz große, die größte Versuchung halte ich, die es für den Menschen überhaupt gibt. Und da genügt das also auch, bitte, das möchte ich also auch sagen, den Vertretern in der Medizin. Stellen Sie vor, die können ihr Gesicht wahren und können ihre Macht und ihre Kunst und ihr das ist ihr Herr über Leben und Tod und der Gott in Weiß, lässt sich natürlich auch verführen, dass man ihn jetzt und auch die Labors und auch die sogenannte Wissenschaft und so weiter und die Forscher, dass man die so hoch hinaufstellt und wenn die dann verkünden, also als Experten oder als Forscher und so weiter, so werden sie angepriesen, dann ist der kleine Mann natürlich da schockiert und wird weiterhin an alle diese Dinge wunderbar glauben. Der kleine Mann weiß natürlich nicht, oder schaut das nicht so, dass er betrogen wird, denn er nimmt an, oben ist alles in Ordnung. Ja. Und
Und diesen guten Glauben, dem guten Glauben nützen diese Leute ganz einfach aus. Schaut, niemand kennt die Seele der Menschen so gut wie die Geschäftsleute und die Kriegsleute. Ich meine, was ich mich da fragen muss, ist, wie können Pharmakonzerne oder wer auch immer ganze Regierungen erpressen? Das ist eigentlich die Frage, die sich da für mich im Endeffekt aufzwängt. Das bitte ist also schon längst ein Phänomen, dass heute die Regierungen nicht mehr regierungsfähig sind, dass die Länder nicht mehr von den Bundeskanzler und Ministern regiert werden, sondern von anderen Menschen. Ja, die haben ja gar keine Macht mehr. Sie haben schon eine Macht, eine gewisse, aber eine wesentlich reduzierte. Die müssen das tun, was andere sagen. Ja, Marionetten. Das ist also bekannt, dass also der sich nach der Öffentlichkeit richten muss, er muss die nächste Wahl gewinnen. Wenn die mächtigen Leute die Presse in der Hand haben, können sie einen Minister zerstören mit einem Sexskandal und so weiter, und bei anderen lassen sie das nicht ergehen, der ihnen willfährig ist. Also die Zeiten, wo Könige oder Fürsten ein hartes Regiment sind, das gibt es immer nur für kurze Zeit. Im Allgemeinen sind eigentlich Leute dort oben, die gar nicht so viel zum Reden haben, sondern andere regieren die Welt, sprich Geld. Ja. Eine Frage, die ich jetzt zuletzt noch ansprechen möchte, ist natürlich ist sie berechtigt oder nicht, die Angst vor Zwangsimpfungen. Kann es zu sowas kommen und gäbe es dafür überhaupt eine gesetzliche Grundlage? Nehmen wir an, irgendein Labor stellt jetzt in ein paar Wochen ebenso transparent, unter Anführungszeichen, wie man den H5N1-Virus nachgewiesen hat, fest, ja, die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist jetzt hiermit eröffnet. Wie schaut es dann aus, wenn jetzt zum Beispiel die deutsche oder die österreichische Bundesregierung beschließt, so, jetzt müssen wir alle impfen. Und jeder, der sich nicht impfen lässt, der, keine Ahnung, darf nicht mehr Straßenbahn fahren oder so. Ist so ein Szenario real? Vielleicht an Sie oder auch an Herrn Tolzin, wer immer da jetzt... Ja, bitte, möchte ich nur kurz sagen, laden Sie aus dem Internet am Bundesministerium für Gesundheit und Frauen den Pandemieplan herunter. Das ist alles vorgesehen. Das heißt, das ist alles vorgesehen bereits und dann wird geimpft. Ob es wirklich so weit kommt, ist eine andere Frage. Das ist also ausgedacht bis ins letzte Detail. Was würde passieren, wenn ich... Aber da muss ein Ausnahmezustand sein, da muss ein Kriegszustand oder solche Dinge müssen herrschen. Aha. Aber unter den jetzigen Bedingungen ist das also von der Bevölkerung, aber auch von der Großteil der Politiker, aber auch von der Öffentlichkeit her im Augenblick sicher undenkbar und sicher ebenso weitere Gespenster. Ich gebe Ihnen weiter, Herr Dolze. Ja? Jo. Ja, die Frage ist einfach, ich habe da auch einige Anfragen dazu bekommen, auch im Chat, Zwangsimpfung. Der Herr Leumler hat gerade gesagt, ja, das ist im Pandemieplan bereits vorgesehen. Wie sehen Sie das? Ja gut, also da ist die impfkritische Szene auch in Deutschland ziemlich gespalten. Da gibt es einige Gruppen, die das schon mit Datum proklamiert haben, dass irgendwann im März 2006 die Zwangsimpfung festgelegt sei. Aber dazu muss natürlich erstmal das Pandemievirus wirklich da sein und dann muss der Impfstoff hergestellt werden und dann muss er in ausreichender Menge existieren, dass man überhaupt die Bevölkerung zweifach durchimpfen kann. Also in Deutschland ist dafür das Infektionsschutzgesetz zuständig und reguliert das auch mit Zwangsimpfungen. Ja. Es müssen aber erst alle anderen Maßnahmen versagt haben, bevor man eine Zwangsimpfung verordnen kann. Und es muss nachgewiesen sein, dass der Geimpfte nicht in der Lage ist, die Viren weiter zu verbreiten. Also es sind einige Punkte, die man auch juristisch einhaken kann. Also wir sind schon darauf eingestellt, wenn es doch, obwohl wir es nicht erwarten, wenn es doch so weit käme in Deutschland, dass wir eine Verfassungsklage anstrengen in dem Fall. Ja, also wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ich meine, ich bin da aber... Nein, ich meine, es ist ja auch denjenigen, die das alles propagieren, lieber, wenn die Leute freiwillig zur Impfung rennen. Ja. Ja, das verstehe ich schon. Ja, beim Großteil der Bevölkerung ist es ja so. Ja. Aber anscheinend brechen die Durchimpfungsraten wohl doch zusammen, was auch ein Grund ist dafür, das haben Sie ja vorher gefragt,
Was wohl ein Grund dafür ist, dass diese Propaganda, dass diese Angst Schiene immer mehr verstärkt wird. Also dass sie da immer mehr Energie reinstecken. Ne? Mhm. Weil die Leute auch abgestumpft sind. Also ups. Na, da haben wir sie plötzlich verloren. Gut, ich werde versuchen, sie noch einmal zurückzurufen. Ja, spiel derweil ein Liedchen und ich hoffe, ich erwische sie noch einmal. Es wird dann wohl nur mehr zur Verabschiedung kommen. Seca, they laid down the tools and play without rules. A friend he made, oh, what a sucker, took his laser blade, gonna make himself fade. Fell asleep a bit later, I know the guy. So, interessanterweise. Beim Thema Zwangsimpfung hat die Leitung versagt. Hallo, Herr Dr. Leumer, können Sie hören? Ja, also, ja, das Szenario Zwangsimpfung geistert in sehr vielen, auch der Hörer dieser Sendung, in den Köpfen herum. Deshalb habe ich die Frage auch gestellt, weil ich habe da Anfragen dazu bekommen. Ja, man kann also nur hoffen, dass es dass nicht der völlige Wahnsinn ausbricht, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Halte ich nicht für realistisch im Augenblick. Ja. Nein, ich auch. Unter den jetzigen Bedingungen ganz bestimmt sicher nicht. Wir müssen auch bedenken, wenn infolge der Nebenwirkungen der Impfungen sehr viele Impfgeschädigte auftreten, Gelähmte, Krüppel, Tote, dann muss der Staat das alles bezahlen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also da müssten andere Umstände sein. Da müssten kriegsähnliche oder ausnahmezustandähnliche Umstände sein. So lässt sich das so schnell nicht durchführen. Ja. Und dann aber kann man sich nämlich an nicht wirklich dagegen wehren. Also dann muss man sich einfach impfen lassen, oder wie sehe ich das? Na bitte, wenn etwas vom Staat verordnet ist, dann gibt es, da weiß ich jetzt keine Antwort. Ja. Wenn etwas vorgeschrieben ist und mit Strafe, dann kann man, eines kann man, was auch in Slowenien oder in Südtirol momentan praktiziert wird, dass die Leute sehr hohe Strafen zahlen und dann sich zusammenschließen, schließen sich etwa 500 Leute zusammen und lassen sich die Impfen spenden in einem Fonds hinein und dann sollen die kommen und das die Strafen pfänden. Mhm. Etwa 500 Leute in einer Ortschaft mit 4000 Einwohnern zu pfänden, das dürfte also schon erhebliche Schwierigkeiten machen. Ja. Ja, also das wird gerade in Slowenien und in Südtirol im Augenblick praktiziert. Verstehe. Dort, wo ja Impfpflicht ist. Hm? Also da werden sich die Gebildeten, insbesondere die Gebildeten und die engagierten, wissenden Eltern und betroffenen Erwachsenen selber sicherlich was einfallen lassen. Ja. Also mir nichts, dir nichts. Einfach so ohne weiteres. In der jetzigen Zeit ist das unmöglich. Da müssten jetzt diktatorische Zustände kommen. Denn zur Zeit des Nationalsozialismus ist jede Impfkritik verstummt. Und wenn also Diktatur ist, bitte dann haben wir andere Sorgen. Da ist die Impfung das geringere Übel. Nee. Das Geschäft heißt... Ja? Bitte, darf ich Ihnen dann noch, Herr Lotzinger, ich bedanke mich wieder, dass Sie mich wieder eingeladen haben. Ja, herzlichen Dank an Sie auch und ich hoffe, wir machen bald wieder mal was zu diesem Thema. Ich habe mich sehr gefreut, jedenfalls zum Thema Impfung, auch wenn es eine Verurteilung gegeben hat, ich schweige nicht mehr. Ja, danke, wunderbar. Ja, im Chat solche mutigen Ärzte müsste es mehr geben. Ja, genau, absolut. Im Chat schreibt jemand, das Geschäft heißt Angst, sehr lukrativ und das ist offensichtlich so. Ne? Bitte? Im Chat kam deine Meldung, das Geschäft heißt Angst, sehr lukrativ. Ja, aber Sie müssen auch die andere Seite bedenken, wir haben was davon, dass wir von dem Glauben, dass die Krankheit von außen kommt. Wir haben nämlich Folgendes davon, dass wir unseren Lebensstil nicht ändern müssen. Naja. Ja, also da bloß den Buhmann bei irgendwelchen Geldinteressen zu suchen, ich glaube, das hilft nicht wirklich weiter, weil diejenigen, die so geschäftstüchtig sind, treffen bei uns oder bei einem großen Anteil der Bevölkerung eben auf bestimmte Eigenschaften oder Schwächen,
die sie dann eben ausnutzen. Ja. Okay, wir sind am Ende der Sendung angelangt, leider. Ich bedanke mich ganz herzlich, Ihnen, dass Sie heute bei mir am Telefon zu Gast waren. Und ich hoffe, wir werden, wenn sich da in der Sache was tut, ich würde auf jeden Fall gerne im Sommer dann ein Update machen. Ja, wenn Sie dafür wieder zur Verfügung stehen. Okay. Ja, gut. Dann danke an Sie beide und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Okay. Schönen Abend noch. Wiederhören. Ja, die Vogelgrippe. Ein sehr, sehr seltsames Thema. Und wie gesagt, ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, warum wir uns damit beschäftigen, denn es gibt doch viel, viel brennendere Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Bei mir geht es in 2 Wochen weiter mit einer Sendung über Tschernobyl, die Chris Hadere gestalten wird, und zwar am 14. April. Bis dorthin wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Danke auch den zahlreichen Chat-Teilnehmern. Und wir hören uns wieder am 14. April 2006. Macht es gut. Ich schließe heute mit einer Nummer des Albums Milky War, Neon Junkie.